Hallöchen, ich habe Feierabend und habe gleich mal gestöbert für Geschenke und so ein Krams. Ne? Da fehlt ja noch so ein bisschen was. Ich glaube aber, ich habe jetzt fast alles zusammen. Es fehlt noch ein bisschen was. Ansonsten die meisten Geschenke sollte ich jetzt zusammen haben. Wir haben ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Aber ansonsten, die großen Sachen sind bestellt und ich habe gerade jede Menge Geld ausgegeben. Aber es ist auch was von Weltbild bei, weil meine Mutter wünscht sich ganz viel von Weltbild. Und ja, das habe ich. Es war sogar ein Kalender bei, wo ich dachte, so, habe ich bei Amazon irgendwie nicht gefunden. Weltbild dafür aber. Da gab es ja auch jetzt dieses Black Week Dingsbumskirchen-Rabattcode-Zeug. Das heißt, ich habe da auch nochmal gespart. Ich habe mich jetzt auch bei Amazon Prime angemeldet, weil Daniel ganz viele Sachen mit Prime-Zeugs hat. Und aber nur, also Blackread-Angebote, aber nur für Prime-Mitglieder. Blöd. Das heißt, werde ich mich auch gleich wieder abmelden demnächst. Ich wollte es nur machen, damit ich es benutzen kann, weil sonst war immer Black Friday für alle, aber diesmal anscheinend nicht. Keine Ahnung. Egal, ich habe es jetzt mal gemacht. Und melde mich dann wieder ab. Und dann ist gut. Ich hoffe, dass das nicht jedes Mal so ist, weil es nervt. Genau. Ich habe also jetzt und für Daniel auch Geburtstagsgeschenke, das heißt, ich bin Geburtstag und Weihnachten und so weiter, bin ich jetzt soweit durch. Meine Cousine kriegt einen Gutschein zum Geburtstag, weil sie wünscht sich eigentlich nur was zum Buffet beigeben, aber ganz ohne irgendwas anderes kann ich dann auch nicht hingehen, da kriegt sie noch einen Gutschein. Genau. Jo. Dann fehlen noch meine Verwandten, also meine Cousine, meine Tante. Andere Cousine, meine Tante. Also, eine Cousine hat Geburtstag nach Weihnachten, also am 25. Da gehen wir auch hin. Ich weiß gar nicht, ob wir der anderen, kenne ich nicht, ob wir dir auch was schenken. Oh Gott, bin ich gerade überfragt. Wahrscheinlich ja. Aber ich habe keine Ahnung, was man denn da schenkt. Vielleicht auch mal Kalender oder so für nächstes Jahr. Weil es ein Doppelgeburtstag ist. Ach, shit. Da muss man ja auch was machen, gelle? Hol ich vielleicht nochmal so einen kleinen Kalender. Weil nächste Woche ist auch nochmal Geburtstag, da habe ich auch schon alles. Ach, jetzt wird es wieder stressig mit Geschenken, weil es gibt alles. Bei meiner Mutter habe ich auch Geburtstagsgeschenke schon, weil die hat ja im Januar auch Geburtstag. Ja. Ist Januar, ist Dezember, also November, Januar. Weil November ist halt nur der Zwillingsgeburtstag. Nur der Zwillingsgeburtstag. Aber dann wird es stressig. Dann kommen die Geburtstage en masse. Hallo. Kommt hier jemand neben mich? Jo, aber ich denke mal, so weit sollte das jetzt schnicki sein. Jetzt werde ich mich hier weiter um meinen Lounge-Zeugs kümmern. Da ist auch noch was zu tun für heute Abend. Aber zumindest das habe ich erstmal erledigt. Und ich konnte alles dann locker liefern lassen, was ich bei Amazon bestellt habe, was schon mal sehr gut ist. Weil das war viel. Viel. Noch mehr als bei Weltbild. Ja. Genau. So. Dann mache ich mal hier weiter und dann wird noch gelesen. Und dann wird gebibbert. Ob heute mal was passiert, weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Aber ja, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Wenn man es nicht erwartet, kommt dann doch was, ne? Okay. Wie gesagt, ich bastle hier mal weiter. Es wird draußen immer grau und dabei ist es noch gar nicht so spät. Verrückt. Bitte? Habe ich denn jetzt wieder bestellt? So muss es im Locker angekommen. Ich habe keine Ahnung, was. Moment. Ich muss mal kurz gucken. Ich bin verwirrt. Was habe ich denn jetzt schon wieder bestellt? Ah! Oh Gott. Es sind einfach so viele Geschenke. Aber okay, cool. Ich will nachher eh noch mal raus den Müll wegbringen heute mal. Wieder und so Runde lasse ich aus, habe ich auch zu viel zu tun. Und ich will Müll wegbringen. Gestern ging ja leider nicht, deshalb musste ich auf das erste nicht Kopfschmerzen mit irre, da gehe ich eh nicht raus. Weil bei jedem Schritt tut's weh. Und zweitens musste ich auf Amazon warten. Ja, genau. Aber heute wieder Müll runterbringen. Und
Dann kann ich gleich Mittag gehen. Das ist ja sehr praktisch. Das finde ich ja schön. Ich habe mich gerade echt gewundert, was kommt denn da jetzt? Aber es gibt noch eine Sache, die irgendwann ankommt. Ich weiß nur nicht wann. Kann man das verfolgen? Ja, geht das? Zeig mal. Das Verteilzentrum verlassen. Sind Verteilzentrum eingegangen. Ich habe auch keine Ahnung, mit was es kommt. Das ist irgendwas Ausländisches irgendwie. Keine Ahnung. Also kommen noch so ein paar Sendungen auch für mich. Nichts Großes, außer das die Riesenbestellung jetzt. Also die Bestellungen sind ja zwei große Bestellungen. Aber gut. Gut, dann mache ich das nachher auch gleich mit. Dann darf ich das Handy noch nicht vergessen. Man kennt's. Was ich aber eigentlich jetzt sagen wollte, ist mir jetzt gerade wieder einfiel. Wir haben heute, also gestern eigentlich schon die Rundmail bekommen. Ich habe es ja heute Morgen erst gelesen. Wegen unserer Weihnachtsfeier. Und wir wissen immer noch keinen Ort. Aber, und jetzt kommt, wir wissen jetzt zumindest, die Haltestellen in der Nähe sind. Und ich habe noch mit meiner Kollegin gesprochen, mit der ich auch zusammen zum Escape Room gefahren bin. Habe dann schon mal versucht rauszulocken, wo es denn ist. Und sie hat mir da auch noch nichts Konkretes gesagt. Aber sie meinte, dass es so in der Nähe, ja, in Mitte irgendwo ist. Und ich habe mir so, oh, ist das zumindest schon mal in die Richtung, dann wieder zu mir nach Hause. Sie meinte aber, nein, nein, das ist irgendwie nicht so in die Richtung und so weiter. Ich habe mir so, hä? Okay. Und heute sehe ich, perfekter geht's gar nicht. Ich kann durchfahren mit der U-Bahn. Ich muss nicht umsteigen. Ich habe einen 20-minütigen Fahrweg, ungefähr 22 Minuten. Dann ein bisschen laufen. Aber ja, das heißt, ich bin in ungefähr eine halbe Stunde maximal wieder zu Hause, wenn ich nicht ewig auf die U-Bahn warten muss. Aber ja, dadurch, dass es mitten in der Nacht ist, finde ich das sehr praktisch. Sehr praktisch. Richtig gut. Kein Zickzack fahren, kein irgendwas. Da war das am Dienstag schlimmer. Da musste ich hier noch mit dem Bus eine ganze Weile fahren, dann erst mit der U-Bahn. Ja, aber das ist natürlich richtig schön. Das freut mich voll. Total. Tja, völlig verrückt. Aber genial. Wollte ich gerade mal loswerden. So. Mal hier was zu essen, dann gehe ich Müll runterbringen und dann wusel ich hier weiter und duschen muss ich auch noch. Und aber ich habe fast alles fertig. Es ist nicht mehr viel zu machen. Das Hörbuch muss ich noch wieder fertig machen. Das Finale fertig machen. Weil Intro und Outro muss ja geändert werden ein bisschen. Das werde ich dir wohl ansprechen. Da verdrücke ich mich die ganze Zeit. Weil da ein bisschen was geändert ist. Aber ansonsten die Spoilerseiten noch neu erstellen. Das Foto reinmachen und anders verlinken, also anders speichern, weil alte, na, die Buchbox mit den alten Sachen anders ja sind als die neuen. Aber das ist alles nur Kleinigkeiten. Dann nochmal alles gegenchecken, ob alles wirklich stimmt, ob alles passt. Und dann ist fertig. Das E-Book ist schon veröffentlicht wieder. Ich habe es runtergeladen, ist alles schön. Das klappt schon mal. Das Hörbuch muss ich noch wieder verändern beim Distributor. Also ansonsten bin ich tatsächlich fertig. Den Vlog will ich noch schneiden. Ah, oh Gott. Das ist einfach so viel zu machen. Ich hätte den Vlog gestern. Gestern ging aber auch nicht. Also gestern war ich ja froh, dass ich überhaupt irgendwie was gemacht bekommen habe. Ich glaube aber, der ist auch nur 10 Minuten lang oder so. Das sollte dann machbar sein. Ich kann jetzt mal Ravioli-Essen machen. Das ist eine Option. Das heißt, ich mache mir schnell Ravioli, schneide den bei den Vloggy und dann. Ja, das passt doch. Das ist doch super. Okay, bis später. Manu Maus ist ungemütlich draußen. Ich bin jetzt so rausgegangen, ich hätte mir Sorgen kommen. Wegen, also nur bis zum Müll und dahin habe ich zwar auch schon mal Jacke angehabt, aber habe ich diesmal irgendwie völlig verpeilt, dass ich eine Jacke bräuchte. Ich habe auch meine Thermo-Leggings angelassen. Ja, und irgendwie gesagt, wenn ich Thermo-Leggings an, hast du keinen Jeans anziehe, kann ich auch mit dem Pullover gehen. Es ging, aber es war sehr ungemütlich, es ist sehr windig heute. Es hat zwar nicht geregnet, obwohl es irgendwie anscheinend vorhin geregnet hat, es ist nass draußen. Aber es hat zum Glück jetzt nicht geregnet. Aber ungemütlich. So. Hä? Achso, ich dachte, ich hätte schon hochgeladen. Habe ich nicht. Aber ich kann schon ein bisschen was streichen, das finde ich auch schon mal schön. Mal eine kleine To-Do-Liste, die ich noch machen muss, damit ich nichts vergesse. Ja.
Vlog fertig hochladen, Thumbnail machen. Genau, ich habe es abgeholt, so richtig. Und dann werde ich erstmal das Zirksal machen. Ja, mal gucken, in welcher Reihenfolge ich wie was wo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eindeutig so viel Zeug zu tun. Ich hoffe, ich komme noch zum Lesen. Bitte. Okay, ich habe alles von meiner Liste gemacht. Aber eine Sache, die nicht draufsteht, habe ich auch vergessen. Mein Nachmittagskaffee! Unter Dusche fällt mir das denn ein. Ziehe ich fertig mit Duschen. Dass ich irgendwas wollte ich doch machen. Egal, ich hole mir erst in diesen nackgemachten Yes-Törtchen und lese. Und kurz bevor es Zeit bei Haare zu föhnen, Kaffee! Ja, sieht man mal, dass mein Siebhirn sehr siebig ist und eine Liste braucht. Sonst ist vorbei. Gerade an solchen Tagen ist das vorbei. Jetzt habe ich meinen Kaffee. Es ist 10 Minuten vor 18 Uhr und ich habe meinen Kaffee. Und gleich geht's hier mit meinem Launchy los. Also, ich erwarte heute nichts, weil morgen Black Friday und so. Ja, wir werden sehen. Werde ich auch nur bis 18.30 Uhr sitzen. Ich sitze immer eine halbe Stunde dann hier und dann den Rest des Tages werde ich lesen. Und ich hoffe, dass ich heute das Mädchen im Eis beenden kann. Ich habe gestern wieder geschafft, meine Seiten zu lesen. Und, Moment. Da ist kein Klo, ja? Das musst du woanders hin. Dankeschön. Ja. Und ich habe gestern dann nur noch 60 Seiten gehabt. Nicht mehr ganz. Also jetzt sind es noch vielleicht 50 Seiten oder noch weniger. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon gelesen habe. Aber ja, die möchte ich gerne heute noch wirklich beenden. Das wäre schön. Wir schauen mal. Abwarten und Tee schlürfen. Chaos. So. Ich habe jetzt dieses Buch beendet. Ich brauche Band 3. Was ist das für ein Ende? Oh mein Gott. Was? Jo. Erstmal klarkommen, schlafen gehen und irgendwann Band 3 haben. Das ist echt so ein nahtloses. Es ist nicht abgeschlossen, ne? Definitiv nicht abgeschlossen. Nicht einzeln lesbar. Definitiv nicht einzeln lesbar. Nope. Was für Wendungen nochmal zum Schluss. Dass das so alles rauskommt schon. Das ist häppchenweise, ne? Irre. Echt irre. So, ich gehe schlafen, es ist schon 10:30. Ich wollte von der Sprachnachricht beantworten. Die ging halt auch mal fast eine Stunde. Aber es musste sein. Und dann wollte ich unbedingt die letzten 3 Seiten lesen. Hab ich jetzt auch gemacht. Und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht.